Wuch. So, du bist relativ gut, deswegen möchte ich dich noch behalten. Hier ist wieder was ausgefallen, das ist einmal ein Techniker. So. Gut, ich würde sagen, ich kümmere mich hier immer noch mal um die Fits. Bearbeitung. Weil ich hier hinten eigentlich auch einen Mitarbeiterweg lang machen könnte. So. Und dann habe ich zumindest auch den Anschluss nach hier hinten. Nee, ne, hinten wunderbar mit Mitarbeiterbereich machen. Dann mache ich hier einfach weiter Felsen lang. Wunderbar. Hier können wir wunderbar eine Felsplattform machen. Sieht zwar auch nicht besonders schön aus, aber selten, ne? Sind hier noch andere große Steine? Sind jetzt nicht besonders riesig. Noch weiter mit rein. Dann noch einmal mit höher. Gut. Habe ich zumindest hier schon mal diese Felsarbeit. Oh Mensch, sieht doch schon nicht schlecht aus. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal hier um die Gestaltung, die weitere. Thank you.
Damit das ja auch alles seine Richtigkeit hat. Ich mag diese... Huch. Die Bordsteinkanten halt einfach nicht. Deswegen mache ich sie in der Regel halt wirklich immer weg. Oh Gott. Wenn da vor der Inzucht. Warte. So. Es sollte eigentlich nichts passiert sein, hoffe ich. Ich hoffe, wir haben es so rechtzeitig abwenden können. Wenn doch, dann geht's doch so. So. Dann können wir hier ebenfalls Steine hinlegen. Hoffen, dass wir das hier auch mit der Rundung hinkriegen. Ich glaube. Das wird nicht perfekt, aber. Da guckt noch so ein Ding raus, aber... So. Das geht doch schon eher. Ja, diese runden Ecken sind echt nicht leicht. Oder darf vielleicht mit dem kleineren lieber arbeiten. Springen macht Spaß, hä? Ja. Oh nö, die Hühner sind wieder los. So, sehr schön. So, das haben wir jetzt schon mal. Speichern. Los. Haben wir zumindest schon mal so ein bisschen dekoriert. Hier können wir dann auch noch einmal. Einmal. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
Und jetzt klatschen wir hier zumindest in das Beet Lümsche rein. Würde ich sagen. Blümsche! So. Hier ist ein bisschen Grünzeug. Wildwuchend. Och, was haben wir denn dann noch an? Ein Grünzeug. Hortensien. Die verdammt riesig sind. Da haben wir doch auch noch was Blühendes. Nee, ich sag das auch tatsächlich so. Zwischen. Also so in echt sag ich das auch mal. Eigentlich ständig, glaube ich. So. Sieht doch schon mal frühlingshaft aus, oder? Wo sind hier noch Blümchen? Blümchen, das sind Wasser jetzt hinten. Wasser jetzt hinten kann ich wohl kaum dahin. Hinpflanzen. Warte mal. Nee. So. Ein Moossteinchen. Habe ich hier nicht noch irgendwas, was nicht rosa ist? Irgendwas? Ja, hier. Ja, sieht doch schick aus. So. Nach knapp einer Stunde haben wir ein paar Deko-Sachen fertig. Und eine Felswand. Und ein Gehege. Wir sind sehr, sehr schnell. Nicht. Aber es sieht gut aus, finde ich. Ich muss noch überlegen, wo wir das Infohäuschen hinbauen. Weil eigentlich möchte ich hier die Klippen, dass man sie sieht. Vielleicht mache ich das Infohäuschen einfach direkt hier. Quatsch, das einfach hier direkt rein. So perfekt für einen Eingang, quasi. Ist da? Sorry, folge ich mal kein MMORPG. Ja, bei dir weiß ich das. Du bist da ja auch nicht so. Oder Fan von. Auch wenn ich es nicht ganz nachvollziehen kann. Das ist doch. MMOs sind doch toll. Aber dafür hast du ja dieses. Diese Wirtschaftssimulation. Die sind auch nicht ganz so meins. Da kann ich zum Beispiel überhaupt nichts mit anfangen. So, vorgefertigt haben wir hier. Asiatisch haben wir.
Gut, das habe ich eigentlich nicht gesucht. War nicht meine Intention. Meine Intention war eigentlich so einen Laden. Gott. Das wird doch nicht. Gott, Gott. Mach das erstmal kurz. Das ist aber kurz vor knapp. Das sieht nicht nach Witcher aus, großer Protest. Oh, wieso? Nochmal ein bisschen was anderes als Witcher ist auch okay. Aber ja, mir geht's gut. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Einen schönen Tag. Start in die Woche. Kurz vor knapp hier mit der Hütte. Aber passt der Rest denn hier? Doch, müsste eigentlich genau passen. Ich glaube, das wird kein Jahreszeitenzoo, das wird ein japanischer Zoo. Also ostasiatischer Zoo. Man weiß, wo man Fabian liegt. So. Dann bin ich jetzt allerdings auch dazu genötigt, zu beeilen. Lasst das mit diesem grauenvollen Spitznamen. Das ist echt furchtbar. So. Rein. Oh Gott, ihr Leute, ihr geht mich ja alle so ein bisschen. Ei. Das passt. Mal was. Wie ein Kashi das Koma verweigert. Klingt gut. Und oh Mann. Aber am Mittwoch gibt's auf jeden Fall wieder Witcher. Am Mittwoch gibt's einen ganzen Tag lang nur Witcher. Aber ich habe mir mal so gedacht, dass montags oder zumindest alle 2 Wochen auf einem Montag vielleicht mal ein bisschen was anderes kommt. Also eigentlich wäre ich jetzt auch Elder Scrolls Online dran gewesen und nicht Planet Zoo. Aber da sich Elder Scrolls Online dazu entschlossen hat, doch nochmal ein Update zu machen und das mir zu lange gedauert hat, ist es dann halt Planet Zoo geworden. Das kann ich mir da einen Freund machen. Nee, das passt. Das ist gut so. Das ist ja nur der Eingang. Das passt. Ist zwar ein bisschen gemogelt, aber. So. Das haben wir. Und. Das haben wir auch. Der. Das ist zu lang. Das ist viel zu lang. Dann hier. So. Dann haben wir das schon mal. Sind wir recht den ersten Eindruck, ja, das darf ich sehen, wie ich sehe. Komm, das ist nur so eine kleine Felskette. Das passt.
Nicht schön, aber selten. So. Läuft mir hier aber nicht alle im Weg rum. Und ich muss hier arbeiten. Das ist verdeckt. So. Wunderbar. In Stuttgart 21. nee, das will ich nicht favorisieren. Einmal. So. Jetzt müssten wir da eigentlich nur noch Pflänzchen reinmachen. Arthur. Arthur, du kriegst jetzt hier auch einmal ein Begrüßungs... Hallöchen. Plätzchen. Eine Blümchen. Ich kann da auch Blümchen reinmachen. Geht auch. Aber hier ist halt nicht so viel Platz, ne? Wird das eigentlich da jetzt nicht zu der... Aber egal, passt schon. Ne, jetzt. So. Da auch nochmal was hin. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr groß. Das passt aber. Wo ist so ein Sumpfgebiet mit diversen Ertrunkenen? In was für ein abgefahrenes Dorf mit Chimären. Oh Mann! Es gibt bestimmt Leute, die könnten das hier auch reinbauen. Da bin ich fest von überzeugt. Dass das irgendwie machbar wäre. Ich krieg's nicht hin. Ich bin froh, wenn ich, wenn die Tiere bei mir hier überleben. Da wäre ich schon mehr als dankbar für. So. Komm, so schäbig sieht das jetzt auch nicht mehr aus. So schick. Das wird dann eher ein Halloween-Zoo. Naja, gut, aber das Sumpfgebiet könnte tatsächlich für den Herbstteil. Also für den, ne? Das hier wird ja Frühling quasi und dann für den Herbst könnte dann Halloween da. So ein Sumpfgebiet. Ich könnte auch schon Laternen reinbauen, ne? Was haben wir denn hier für Laternen? Steinlaternen. Gut, aber für den Eingangsbereich. Gut, das sieht eher nach. Was so mal aus. Ja, nehmen wir denn hier mal. Nehmen wir mal die hier. Das fährt sie dann mit der Sprache raus. Also ich meine auch, dass das eben bei dir geklappt hat.
Ich weiß nicht, oder packe ich da halt wirklich lieber diese hier hin? Werde ich. Ich glaube, mir gefallen die hier besser. Die Laternen. Lassen. Das muss ich üben. Ja, das ist jetzt zumindest so eine kleine spielerische Beschäftigung nebenbei. Für Kaya und Konsorten. Eine kleine Nebenanschaffung, die ich mal getätigt hatte. So. Das. Hier. Auch einmal hin. Und hier auch einmal hin. Jetzt muss es nur einmal dunkel werden. Hier kommen dann später noch hin. Da muss ich aber erstmal Grünzeug pflanzen. So, wie sieht's geldmäßig aus? Ja. Wir machen Plus. Das ist das Wichtigste. Oh. Hallo, meine kleinen Pandas. Oh, seid ihr süß. Oh, du kackst. Da rollt die Kacke. Da ist die Kacke. Ja, und latsch einmal rein. Genau. Und ist das das Weibchen oder ist das ein neues Baby? Ich gar nicht. Du? Doch, du bist ein Jungtier. Sie hätten nicht mal gesehen, dass ich so über Häufchen freut. Ich freue mich über alles, ja? Stimmt, Ark muss ich auch mal wieder installieren. Irgendwann werde ich das mal wieder tun. So. Was packen wir denn als nächstes in unserem Zoo? Wir haben ja jetzt eigentlich so viele asiatischen Tiere. Baryonyx? Was ist das denn? Was soll das denn sein? So, wir suchen jetzt einfach mal nach. Okay, Bären sind verdammt teuer. Ich will noch nicht pleite gehen. Spiak, dann weißt du es wieder. Ach Gottchen. Ja, ich habe mir da nie, tatsächlich nie die Namen gemerkt von den Viechern. Wie teuer ist ein Tiger? Also ich werde den Tiger noch nicht reinsetzen, aber ich möchte wissen, wie teuer ein Tiger ist. Sibirischer Tiger. Ach du. Ja, da kann ich mir einen von leisten, nicht? Einen. Ja, lassen wir dann wohl noch meine. Gut, der Schneeleopard wäre dann eher für. Ne? Für Winter, würde ich sagen. Rothund. Sieht auch eher. Ja, eher was für Herbst, würde ich sagen. Gut, roter Wari ist Madagaskar. Rosa Flamingo. Einer Bock auf Flamingos? Wie teuer sind die denn? Passen die zum Frühling? Doch, eigentlich schon, ne? Rosa Flamingo.
Ah, den sibirischen Tiger würde ich gerne wieder rausnehmen. Ja, müsste ich mir selber kaufen. Die gehen immer. Okay. Gut. Wird ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen. Ah, jetzt. Jetzt gibt es mehr Auswahl. Ja gut, dann holen wir dich einmal. Du passt vom Alter her auch noch. Du hast jetzt nicht so gute Gene, aber wir können dich trotzdem einfach mal mitnehmen. Pferde, du möchtest einen Gatter für Plötze bauen. Bau einen Gatter für Plötze. Willst du mich etwa versuchen zu überreden, nur ein einzelnes Gehege nur für Plötze zu bauen? Das ist ja unerhört hier. So, jetzt ist die Frage, wo machen wir die Flamingos hin? Wir könnten die Flamingos hier hin machen. Müsst ihr nur woanders, also mit denen ein bisschen weiter nach dahin. Und die müssen ja sowieso hier weg. Das kann da zwar eigentlich noch stehen bleiben. Aber die machen wir da trotzdem. Einmal weg. So. So provisorischen Dinger. Ich muss halt gucken, wo ich das dann am besten hinpacke. Na gut, hinter den Flamingos könnte ich das sein. Also wenn ich hier das Flamingo-Gehege baue, hier einmal, wäre dann wahrscheinlich auch wieder begehbar. Dann könnte ich direkt hier hinter, oder halt hier so lang, das Dings dafür bauen. Das nächste Mitarbeitergebiet wäre dann hier so in der Mitte. Müsste dann eigentlich mit dem hier noch gehen. Hoffe ich. Nein, ich möchte keinen privaten Massagesalon zu machen. Das verziehe mich. Man könnte das bestimmt machen. Ich meine, es gibt tatsächlich Leute, die hier auch den Eiffelturm nachgebaut haben. Oder einen Zoo da oben in den Lüften, ohne dass hier unten gebaut wurde. Also hier ist so einiges möglich, denke ich. Auch sowas. Gut, Denn ich sehe jetzt einmal die Frage, was machen wir hier einmal für ein Gehege? Ein flaches Gehege, glaube ich. Aber halt mit Wasser. Was brauchen die für einen Schutz, die Flamingos? Grad 1. Okay, Grad 1 reicht. Grad 1 wäre dann auch das hier wieder. Baue ich nämlich hier noch einen Weg lang. Ein bisschen größer das Gehege. Weil
weil wegen Wasser und so, ne? Ja, na, also ich will das dann alles noch verschönern. Ist erstmal nur. Um zu wissen, wie es aussieht. Gut, das passt von hier aus nicht mehr. Rundung mitmachen. Perfekt. Schön, aber selten. Nee, warte. Das war falsch. Das war mal falsch. Will ich ja mein Gästetor haben. Einmal ein Gästetor. So. Dann machen wir hier den Mitarbeiterweg lang. So, damit das nicht zu nah dran ist. Und dahinter nehme ich noch die Gebäude lang. Ich kann dann da hinten einmal rausgehen. Später. So, ist das für Plätze? Nee, für die Flamingos, die hier gleich reinkommen. Was schmecken die? Ich habe noch keine Flamingos probiert. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass die schmecken. Nee, das. Ich wollte die doch gar nicht. Hier bin ich doch fertig. Ich wollte dich. Bitte auch einmal. Und wie sieht das mit der Negativität aus? Jo, passt. Super. Da kann dieser hässliche Weg jetzt hier einmal weg. Er hat nie existiert, der Weg. So, speichern. Wo kann ich jetzt hier auch irgendwo? Ja, hier kann ich. Dich runter. Und einmal den Mitarbeiter. Eingang. Wunderbar. Oh Gott. Ich frage mich gerade, wie Katzen schmecken. Okay. Ich glaube, das möchte ich gar nicht genau wissen. Ich möchte auch nicht wissen, wie Hund schmeckt. So. Ich möchte jetzt hier relativ viel. Relativ viel Wasser haben. Dann noch einmal zwei Wege. So. Einmal weg damit. Ein Tor ertrunken, ne? Nee.
So. Ja, nein. Okay, gut. Will gerade nicht. So. Warte, das ist ja nicht... Hallo, wo gehst du jetzt? Kannst du nicht einfach mal kurz einmal... Warte, nach oben. Ja, jetzt. So, sehr schön. Damit sich das da nicht verläuft. Jetzt. Wasser. Oh, jetzt ist das wieder nur so eine... Warum? Warum ist das da schon wieder blockiert? Nicht einfach selber... hier wegen den Dingern. So. Machen wir das halt ein bisschen tiefer. Aber nicht zu tief. Wenn man wenigstens mal die Stelle sehen würde, woran es hapert. Können wir ja das einmal warte ich gleich sieht zwar kacke aus warum kann ich da nicht ich verstehe diese Wegbearbeitung teilweise einfach noch nicht. Wieso kann ich erst da vorne den Weg nach oben bauen? Geht doch sonst auch. Wir kriegen das schon noch hin. Guck mal, traut er dir an. Wenn wir lassen erst das Wasser rein. Wäre dann bis hierhin. Wir machen dann den Weg. Vielleicht ist das einfach schlauer. Aber eigentlich müsste da hier genau hochgehen. Oder aber nicht. Dann machen wir das halt hier. Machen wir das direkt am Anfang. Den einen Weg haben wir schon mal. Ja, klar, jetzt kommt noch Schnee, oder was? Ich hasse es, bei Schnee zu bauen. So. Warte. Macht ja keinen Sinn. Nee, warte. Einmal. Und dann da in die Lücke rein.
Ich hasse Schnee. Das ist mal eine schöne Wiese gemacht, damit er so seinen Rücken rüberschütten könnte. Ja, Plötze muss halt ein bisschen warten. Plötze kriegt schon noch seinen Platz. Ihr Platz. Weiß nicht. Ist das ein Hexe oder eine Stute? Nee, wir haben das Schnee angekündigt. Ich hasse Schnee, ganz ehrlich. Das ist so nass, kalt. Einfach nur. Nee, überhaupt nicht mein Wetterchen. Wieso, meine rosa Flamingos? Ihr dürft zumindest schon mal euer neues Zuhause erkunden. Oh je, je. Und wir können derzeit schon mal Spendenboxen einrichten. Hier zum Beispiel. Da einmal, wenn ihr rauskommt. Hier einmal. Ein Schießstand anlegen. Um die Flamingos abzuknallen. So. Da können wir das jetzt einmal machen. Dann können wir hier. Nee, dann nicht, glaube ich. So. Und hier hinten vielleicht noch eins. Wenn ihr auch ein bisschen Privatsphäre haben, die Vögel. Das wäre dann so groß, ne? Okay, warte, nee, das möchte ich so haben. Ja, dann machen wir das hier vorne. Frutas ist im Zoo. Ja, meine Flamingos. Hallo. Hallo, meine Hübschen. Na? Alles fit im Schritt? Privatsphäre, wir können später im Restaurant. Du brauchst auch noch ein Restaurant. Ich versuche, ein Restaurant zu bauen, ja. Das werde ich tatsächlich noch versuchen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir da Flamingo servieren werden. So. Hitarius Kitchen, ja. Haben wir hier hinten noch Strom? Da haben wir keinen Strom mehr, aber wir haben hier Strom. Rosa Flamingo und jetzt einmal dahin verschieben, wo wir Strom haben. Ja, da haben wir noch Strom. So. Einmal. Und hier bitte auch einmal. Rosa Flamingo. Okay, sie. Ah ja, okay, sie können überall hin. Das ist gut. Stimmt, sie können ja auch hier oben drauf. Das wird toll für die Kleinen. So. Rosa Flamingo. Rosa Flamingo brauchen aber auch. Ein bisschen was. Der Panda kann da einmal weg. Und Rosa Flamingo. Oder Flamingo kriegt hier einmal so eine Futterschale.
Haben Sie hier hinten einmal einen Rückzugsort? Warum haben Sie zweimal den gleichen hier drin? Nee, egal. Hier hinten kriegen Sie noch einen. Wird auch alles noch schön gemacht. Steg, Schlafmöglichkeiten. Okay, dann machen wir hier den Steg hin. Nein, bitte sag jetzt nicht, dass das Spiel abgestürzt ist. Ich meine, wir machen sowieso gleich Feierabend, aber... Komm schon, komm schon, komm schon. Ich betätige gerade absichtlich gar nichts. Ich meine, ich habe gerade gespeichert, so ist es nicht. Wäre jetzt also nicht so mega schlimm. Wieso sehen Sie nichts? Das ist schon nicht die 15 cm Tode. Ach du grüne Neune. Die Viecher sollen froh sein, dass sie eine Lebensberechtigung haben. Und ich glaube, das Spiel ist abgekackt. Zu minimal. Aber nee, okay. Naja, wir wollten ja eh um 18 Uhr das Spiel wechseln. Ist ja die perfekte Gelegenheit jetzt, ne? Dezent aufgekackt, ja. Würde ich mal auch so sagen. Ja, gut. Ja, gut, dann, ne? Gibt das altbekannte Lösungsmittel. Bitte einmal. So.